Meins. Ja, dann nimm doch. Bleib eh bei meiner. Hat euch nicht so ein Penner noch in der Nacht beobachtet irgendwie? Und als Ivan den gesehen hat, ist er weggelaufen? Nee, als Jerome ihn gesehen hat. Wir anderen haben gepennt und Jerome hat die Augen aufgemacht. Plötzlich stand so ein Obdachloser vor ihm. Ja, das war schon sehr witzig. Naja, das war auf jeden Fall... Wow, wer hat die Tür zugemacht? Ich. Oh, Kiel, Alter. Ja, sonst sitzt sie jetzt so. Ich hab eine AKS Cobra. Ich nehm die M19L. Nimm mal die PDW. Wenn jemand will, hier oben liegt eine MP5. Ja, ich. Oh, du... Oh, fuck. Was? Hier steht ein Typ in einem Ghillie. Weg hier. Spawnt er gerade oder was? Warte. Habt ihr ihn? Ich hab einen Schuss gehört. Ich hab den Zombie. Ivan, wo Dark. Ist der Typ? Ivan, sag doch was! Ich schreibe gerade. Oh. Hallo, mein Name ist Ivan Ernst. Erik! Marcel David. Erik, sei mal leise, ich glaube, hier ist immer jemand Fremdes gelaufen. Ich halt mit dem Gewehr auf. Ey, wenn er nicht antwortet, kill ich ihn. Hey, geil, Billy, zu friendly? Ja, das ist, weil's nicht. Nein, das soll so. Ja. Bist du das? Ja. Ja. Lass mal die Tür im Auge behalten. Das soll so American Gangster Style sein, mit Z und so weiter. Ja, du behältst bitte die Tore im Auge, ich behalte die Tür im Auge. Ja, mach das. Oh, so. Oh, I will kill you. Boah, Ivan, du bist ein ganz harter, du. Warum haben wir nicht einfach ab, wenn der Typ nichts macht? Bewegt er sich? Ah, oh, okay. Und Ivan ist tot. Das wäre so geil. Okay, ich hab ihn. Wo war denn ja, der? War der oben? Der war auf dem Dach, ey. Ganz im Ernst, wenn er nicht antwortet, das ist ein Sniper in Cerno. Ja, er hat sich bewegt. Sniper in Cerno kann man eigentlich immer umlegen. Ich hab auch gewartet, bis er richtig gespawnt ist. Oh, hier liegt alles. Auch ein Typ in einem Heldensuit. Er war bestimmt. Hast du dir die Schrot? MP5. Add to Toolbed. Hatte der für Munition? Darf ich mir die Remington nehmen? Ja, nimm sie da. Mit welcher Munition funktioniert der? M24. Okay, ich hab jetzt eine Sniper. Oh man, ich will das Sniper. Fuck, hat der Typ keine Muni dafür? So eine Scheiße. Hat der Typ keine Muni dafür? Welche hast du, Ivan? Was? Welche Sniper? Die kenn ich gar nicht. Ich weiß nicht. Die M40A3. Oh, die ist geil. Ja, aber ganz im Ernst, der Typ ist ja aber schuld, der hätte antworten sollen. Oh, hier ist eine M16A2. Dann nehme ich lieber die. Erik, wenn du willst, kannst du die MP5 nehmen. Kann man die Schrotmunition für die normale in die für die Remington umwandeln? Erik, nimm dir mal die MP5 da oben. Okay, mach ich. Die ist leiser, die ist besser. Ich hab die M16A3. Die ist cool, die mag ich. Die erinnert mich immer voll an Counter-Strike per Table. Oh fuck, jetzt zitter ich. Hat jemand ein Dings? Ich hab, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Okay, ich hab jetzt auf jeden Fall die Sachen. Painkiller meine ich. Ja, lasst uns mal lieber abholen hier. Ja, ganz schnell weg hier, wirklich. Lass mal erstmal in den Wald und dann... Ich hab ein Messer. Und eine Axt. Ey, was ist da in der Tasche? Ist das vielleicht eine Karte? Nein. Ah, er schreibt gerade, wer ihn umgebracht hat. Komm, geh. Dann schreib mal komm, ich, geh weil, runter, Erik. Schreib mal ich, weil du mir nicht geantwortet hast, sorry. Auf Russisch. Jesus Gott, das kann... Nein, sag das nicht. Lass einfach weitergehen. Ja, wohin? Ja, in den Norden erstmal, in den Wald, damit wir uns was zu essen machen können. Im Norden. Nein, ich will Fleisch machen, damit ich Leben bekomme. Warte auf Ivan. Sicher das Gelände. Oh, Ivan, jetzt schreibt da nicht hin, komm. Etwas wie, oh, ist der Junge blöd. Voll die komm. Scheiß Grammatik, ey. Ja, ich hab keine Ahnung, Mann. You should have answered me. Oh, Erik, der Englische. Ja, ich hab das, Alter, Mann. Jetzt kommt, Mann, das ist doch. Ivan, wo bist du? Ich geh jetzt das Dings runter. Ivan, überall Gegner. Schieß drauf, nie. Wir sind in der Hintertür, da. Wodka. Lada. Kennst du das russische Auto Lada, Ivan? Ja, natürlich. Ja, mein Englisch war gerade übelst scheiße, aber ich bin auch. Ist doch kackegal. Wo bist du? Er jetzt komm, lass gehen. Oh, Alter, das ist. Wo bist du denn? Ivan, jetzt komm, Mann! Ich geh doch schon runter, chill mal ein bisschen. Leute, ich bin unten. Nein, das sind aber diese Situationen, wo wir mal sterben. Dieses unnötige Warten und dann sterben wir. Lass euch jetzt einfach in den Wald. Wir sind im Hinterausgang, nein, das weißt du.
Hinterausgang, okay, ich bin jetzt auch bei euch. Komm. Jetzt lass erstmal den Wald und ein Wildschwein dazu, okay, ich hab Hunger. Ja. Vorsichtig, okay. Vorsichtig. Warte, guck nach links, rechts. Ja. Ich schau nach rechts. Ich guck nach links. Okay. Ich steck vorne in den Bentley mit den silbernen Beschlägen ein. Vorsicht, 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 Tommy vorne. Ja. Ja, okay, oh, anscheinend ist jetzt eh egal. Ja, wir rennen in den Wald und dann. Er hat uns ja nicht mehr bemerkt, von daher. Ja, okay. Und mein ganzes Bild ist grau. Ich fühle mich so ausgeschlagen. So, jetzt wieder Erika, vorsichtig, wieder Zombie. Vorsichtig. Wo ist ein Zombie? Achso, nee, ich dachte, okay, warte, ich check kurz. Okay, check kurz die Seite. Lass okay, los, da ist ein Zombie, aber gib das. Ja, jetzt. Folgt mir. Allein, folgt mir. So richtig. Kommt mit mir, wenn ihr leben wollt. Also ich bin da. Das ist der beschissenste Spruch in so einem Film. Ich bin da. Nein, wir müssen unsere Rollen verteilen. Ich bin der Präsident. Unserer Truppe. Der Präsident? Der Präsident. Oh mein Gott, ich kann mich auch gerne Sir. Sir nennen, ja. Sir, okay. Sir. Ich kann mich auch mal Sir nennen. Ich bin der Draufgänger. Nein, Eric. Steh auf so einen Scheiß! Achso, der Präsident ist automatisch der Draufgänger, ne? Nein, Eric, du bist nur Private. Oh, fick dich, ey. Du hast gar nichts zu sagen. Und Ivan ist Präsident Nummer 2. Oh mein Gott, ey, ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich knall hier jetzt ja, gleich. Das wird so ein Aufstand. Ich hab keinen Bock mehr auf dich zu hören, Mann. Nein, ihr müsst meine Sklaven. Halt die Schnauze. Ich wollte schon Endsklaven sagen, dann hab ich sie mal gelassen. Nix gegen euch. Ihr seid Schnittensklaven, meinst du? Ja, genau. Ich hab übrigens jetzt ein Nachtsichtgerät, ne? Ein GPS, also wollte ich nochmal so erwähnen. Guck, das ist immer so typisch Ivan, ne? Der verheimlicht das, damit er das für sich behalten kann. Nein, das Ding ist, ihr habt die ganze Zeit gelabert. Nein, genug! Ich weiß nicht. Fuck, Mann, überleg dir ganz genau, was du machst. Erik, ich will dich nicht erschießen, Mann! Sagen, ich hätte gerne deine Sniper, Rick, ne? Also ich werde bisher ein Augen offen halten, dass ich dich Nachher killst du uns, weil du unbedingt unsere Sachen willst. Okay, komm, wollen wir... Du hast dieses Camo-Scharfschützengewehr. Das ist irgendwie ein anderes. Das ist M40A5. Warte, lass jetzt kurz mal planen, wo wir hingehen wollen. Da hinten ist ein Haus. Wollen wir da leben? Ja, ey, lass da mal so Familie spielen. Lass uns Familie gründen. Ich bin die Mutter. Das ey, oberste Haupt. Dann musst du über den Mund aufmachen. Hat jemand einen Painkiller? Ja, nein, weil wir ja eben nicht ins Hospital gegangen sind. Pass auf, links sind, ist ein Vieh. Ach, wohin wollen wir denn jetzt? Ladies. Ja, ich denke, du wolltest ein Tier jagen. Deswegen sind wir aus der Stadt gelaufen. Ja, dann lass uns jetzt ein Tier jagen. Ja. Okay, lasst uns Wildschweine jagen. Dann lasst zum nächsten Krankenhaus, aber am besten ein abgelegeneres. Welches kennst ist das? Kennst du eins? Nein, du bist der Experte, Ivan. Achso, ich bin Präsident. Du bist Präsident Nummer 2, Ivan. Du musst das wissen. Ich muss entscheiden. Ich weiß nichts, aber ich habe alles zu sagen. Ja, ja, okay. Oder wir killen einfach andere Spieler, die dann das für uns dabei haben. Ja, oder wir lassen's. Ja. Okay, lass mich kurz überlegen. Du läufst immer direkt in meinen Schritt. Also, nein, so vor mich, so, das nervt. Nächstes Mal stirbst du. Ja, genau. Ey, ich seh's doch, am Ende knallen wir uns alle gegenseitig ab. Nein. Sicher? Wir müssen füreinander kämpfen. Okay, cool bleiben, ganz cool bleiben. Also alle gucken sich an. Ja, genau, total paranoid, so. Aber am besten war das doch noch, als Ivan das Waschbecken in Schweden abgebrochen hat. Ja, das war auch offen. Wir sind ja einmal in Deutschland rum praktisch, also durch Frankreich, durch Italien, Österreich, Tschechien, Polen und dann sind wir hoch nach Schweden und da haben wir bei meinen Verwandten oder bei unseren Verwandten von mir in Kiel. Da war ich auch da. Ja, da war Kiel dann auch. Der hat dann normal Urlaub gemacht. Da waren wir dann mitten im Wald. Sah ein bisschen aus wie Tschernobyl. Ja. Da habe ich mich, erstmal meine Gastfreundschaft schätzen gelernt und alles, indem ich das Waschbecken erstmal kaputt gemacht habe. Man hat sich ich weiß nicht, du bist irgendwie ausgelöst. Er sagt, er ist hingefallen und dann hat er sich am Waschbecken. Alter, wie kann man hinfallen im Badezimmer? Naja, das passiert egal. Außerdem, aus welchem Grund sollte Alter, ich absichtlich ein Waschbecken kaputt machen? Wipes? Was sind Wipes? Oh, ich würde voll gerne die Machete nehmen. Anti-Bridge. Ja, das Ding ist, du kannst es aus irgendeinem Grund nicht in dein Inventar packen. Ach, sondern nur als ausgerüstete Waffe. Ja, ja. Oh, hier ist eine CZ. Ey, mach ich jetzt einfach. Hier ist eine CZ. Oh, du blöde... Aber ohne Munition. Brauchen wir 2 Sniper? Ja. Nein. Pack dir meinen Rucksack. Alter, mein Rucksack ist so viel... Und einen Painkiller. Du hast so einen Mini-Rucksack, da passt das Ding noch nie im Leben rein. Ich hab Painkiller und Morphin in meinen Rucksack. Ich tu die Machete in meinen Rucksack.
Also du brauchst mindestens. Scheiße, die passt da ja gar nicht rein. Du brauchst mindestens 10 Plätze für die CZ. Für die Machete anscheinend auch. Ja. So eine Kacke, ey. Jetzt ist sie weg. Ja, ich habe 12 Plätze. Alter, das. Ich hab den größeren Rucksack. Was ist denn das hier für Munition alles? Die habe ich eben rausgepackt. Wenn du. Ich nehme die CZ in meinen Rucksack mit. Wenn du M24 Munition oder DMR findest, dann sammel die bitte auf. Guck, die passt locker rein. Oh, hatte ich vorhin gesehen, aber da. Ich hab ja CCC. Oh fuck, Kiel, da kommt ein Zombie rein. Ja, ich kann jetzt gerade nicht. Welche Waffe hast du für die CZ fallen gelassen? Keine, ich hab sie in meinen Rucksack gepackt. Ich hab die passt sie? Achso, okay, gut. Ja. Nur die wichtigen Sachen mitnehmen. So, Ivan, wo bist du? Ich bin außerhalb an der. Warte, ich hab keinen Kompass, ne? Scheiße. Bin bei den Briefkästen oder bei den. Ja, ich sehe euch, ich bin links von, also beziehungsweise hinter euch. Seht ihr mich? Ja, ich sehe ihn. Dann lass los. Wow, fuck you, Zombie. Das pisst es. Wollen wir nach Zelenogorsk? Ja, können wir. Weil das ist ein bisschen weiter außerhalb und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist halt eine größere Stadt, da könnte vielleicht ein Krankenhaus sein. Mann, das weiß ich nicht. Ihr seid ja voll die DayZ-Noobs. Passt doch, DayZ. Oh, halt die Schnauze. Alter, Mann, Kiel, du langsam geht's mir echt auf die Nerven. So, meine Mutter auch mal zu mir. Das ist ja schön. Okay, warte, ich markiere kurz Zelenogorsk. Oh, mit seinem GPS. Und dann guckt er am besten nochmal mit seinem Nachtsichtgerät. Ja, genau. Ich sehe mit seiner nicht. Sniper. Ivan, der beste Sniper hier, hat die Sniper. Ja, Schwarz. Okay, das sind 3,7. Ich laufe hier mit meiner MP5 rum. Ja, Rake, weißt du noch, als ich den 1,8er Schuss geschafft habe? Mhm. Damit hab ich dir gezeigt. Ja, das war das so. Das hast du sehr schön gemacht. Mit einer AS50. Ja. Wow. Schaffst du das, Ivan? Super, Kiel. Nein, Kiel, wow. Ich bin nicht so gut wie du. Du bist einfach 1000-mal besser. Also gib mir den Sniper. Oh mein Gott. So, das war's dann wieder mit. Ja, genau. Und jetzt hört man nur irgendwie so ohne Bild, wie wir uns gegenseitig so anschreien und so. Du Verfickter! Na, mir fallen den Schreien an, kommt technische Schwierigkeiten. Ja, mit so einer Stand-by-Musik. Okay. Ey, das wäre eigentlich voll geil. Ja. Und wo Ivan dann so durchdreht auf dem Bild. Die Straße in sich bleiben. Ey, ist das hier war das doch, wo wir bei Escape Chernarus uns hingelegt haben, oder? Ja, ich glaube ja. Ja, so, genau. Und da auf der Straße stand so ein riesiger Panzer, das war so genial. Haltet mal bitte nach Tieren Ausschau. Ja, mach ich. Ich will sowieso mal mit dir, Erik, zusammen so Armer-Mitschnitte machen. Ja, dann lass mal einen Escape Chernarus-Mitschnitt machen. Mit mir auf jeden Fall. Nee. Was? Nein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber Kiel, du bist da. Ist nicht leider schon voll. Das kann man ja, das geht nicht zu zweit. Aber letztens haben wir das auch zu dritt gespielt. Ja, das war eine andere Version oder so. Ach so. Okay. Ja, das geht leider. Ja, genau. Kann der Russe mal die Klappe halten? Ja, ich hasse sowieso Server mit Zeitchat, ey. Schreibt doch mal, aus was für einem Land kommt ihr eigentlich? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oh, ja, genau. Darf ich irgendwelche russischen Sätze reinsprechen, die gar keinen Sinn machen? Warte. Büschi, Kurdistan! Ah, ne, ich hab. Erik. Hast du das gerade im Side-Chat gemacht? Ja, aber nur bei uns. Direct-Chat. Warte, ich mach's gleich. Moment. Erik, lass es einfach. Wieso? Ist unnötig. Das ist unlustig. Mach es auf die Babu-Art! Oh mein Gott. Einfach nur. Das Ding ist, das sind so die Leute, über die ich mich sonst immer aufrege. Ich weiß. Ich bin so ein Troll, ne? So ein Troll. Oh Mann, der Regen geht einem ja richtig. Wenn die dein Gesicht sehen, dann wüssten die, das ist ein Troll. Das stimmt wohl. Und sonst so. Es ist plötzlich so ruhig, ey. Das ist irgendwie entspannt. Ihr hättet echt jemands Gesicht sehen müssen, als er da hingekommen ist und sagen musste, dass das Waschbecken abgebrochen ist. Knallrot, ey. Ich dachte erst, was ist das für eine Tomate mit Körper, Digga? Ich schwöre. Ich dachte, Tom hätte ihn erst beim Jodeln erwischt. Beim Wakesen, beim Jackson. Keine Ahnung. Jackson, das wisst ihr vielleicht nicht, aber Waschbecken abbrechen ist für uns ein Synonym für. Ich geh mal eben Waschbecken abbrechen. Ja. Ivan ist Russe. Es gab Roofing, es gab.
Alter, ihr Russen. Bahnsurfing und jetzt hat Ivan Waschbecken. Es ist echt heftig, wie gelangweilt die russische Jugend ist. Ja, mein Alter, Gefäße, wenn man sich. Ihr müsst mal auf YouTube irgendwie. Roofing. Keine Ahnung, Dokumentation Russland eingeben oder so und dann findet ihr was über russische Jugendliche, die halt Roofing machen, wo sie sich auf Dächer stellen und da so rüberspringen. Das mögen sie vor allem, wenn es schön glatt ist. Oder die sich dann einfach so U-Bahn-Surfer-mäßig an irgendwelche Bahnen hängen und übers Dach laufen. Das machen wir immer mit der ganzen Familie, wenn wir mal Urlaub machen. Das war da so, die hatten eine Bahn, die haben sich immer in diesem Spalt versteckt, weißt du, zwischen den Waggons. Und dann sind sie aus dem Tunnel gekommen und da haben sie genau eine Minute Zeit, bis wieder ein Tunnel kommt. In dieser Zeit laufen sie über das Dach und versuchen möglichst weit zu kommen. Also zum nächsten Waggon zu kommen, dass sie sich wieder verstecken können. Ein Typ war dabei, der hatte nur noch ein Bein. Der hat das dabei. Nein, der hatte keine Beine mehr. Der hatte noch ein auch Bein. Ivan. Nein, der ist da runtergefallen, dann ist der Zug über seine Beine gefahren. Genau. Nee, ich glaube, der hat nur eins verloren. Nein, da hat der beide Beine. Nee, der hat nur ein Bein verloren. Der macht ja immer noch mit. Der hatte ja Krücken, der macht ja immer noch mit. Ach ja. Voll behindert. Also, wenn jetzt hier russische Jugendliche zugucken, die sowas machen, ihr seid dumm. Genau. Aber ist cool, ist irgendwie cool, macht mal weiter. Ja, sonst haben wir nichts zu lachen, ne? Ja, eben. Ich dachte gerade, ich hätte eine Kuh gesehen, schade. Nö. Büschi, cool ist da, ich mache es auf die Babuhr. In solchen Wäldern sind meistens Wildschweine. Die sind überall. In Birkenwäldern oder was? Oder in solchen wie. Ah, scheiße! Ich bin auf Desktop gekommen. Oh, wunderbar. Läuft deine Aufnahme noch? Ja. Okay. Das musst du aber rausschneiden. Nein, ich werde genau dort deinen Bildschirm einblenden. Ja, sieht man nicht. Man sieht nur die ganzen Tabs, YouPorn und so. Ja, genau. Wie dieser Typ, der das GTA-Tutorial da gemacht hat auf YouTube. Und dann sieht man, dann ist er da so im Browser so, ja, und jetzt müsst ihr einfach das und das eingeben und dann sieht man kurz so YouPorn aufleuchten. Genau, man. Und natürlich haben das alle gesehen. Vor allem der Typ so, hi, hier ist wieder. Das war so abartig einfach. Da hat man sich das schon vorgestellt, dass er ganz klebrige Hände hat. Ja, man. So. Genau. Halt so viel Jelly Babies gegessen. Genau. Zu viel Zucker. Nee, Alter, hier sind voll viele Zombies. Ja, ich weiß. Deswegen lassen wir weiter rechts. Ist ja auch ein Dorf. Ist ja auch ein Dorf, ne? Ich erschrecke mich immer, wenn diese scheiß Zombies so tun, als würden sie ihre Waffe wieder einstecken. Dann erschreckt sich alles nicht doll. Also. Was? Mein Gott, ich habe gestern mit Tom Battlefield gespielt, ne? Da meinte er auch, Ivans Geschichte mit dem Waschbecken war voll unglaubwürdig. Als Nebrot, besucht mal alle Nebrot Spackus Channel. Ja, genau. Ja, er hat ein Video hochgeladen. Battlefield. Beta. Ja, Beta. First Expressions, so mäßig. Angezockt, nicht bereut oder so heißt ja. Das. Da war er voll eigenartig irgendwie. Wieso? Er hat voll komisch gesprochen, manchmal. Hallo, hier ist Tom! Wo ist der dritte jetzt? Ich sehe nur Erik hinter mir. Ich bin jetzt auf die andere Seite des Feldweges gelaufen. Ich hab ja die Markierung. Da glaub, ganz drüber, Erik. Seht ihr mich? Ja, dann müssen wir an den ganzen Zombies vorbei. Ey, komm, okay, wir laufen noch ein bisschen weiter. Greif schon Ivan an. Laufen noch ein bisschen weiter hier lang und laufen dann über die Straße. Das ist irgendwie lustig, wir zusehen, wie wir Ivan töten, die Zombies. Warte da mal, Ivan. Ja, ich will nur kurz den Zombie loswerden. Bisschen twerken? Ja. Okay. Ja, ich habe ja gehört, Kerl, du bist der Meister im Twerken. Ja. Er hat das alles von mir gelernt. Ach so, ja. Immer schön dran denken, Kerl. Check that booty, ne? Ja, check that booty. Oh, Sinnoh O'Connor hat ja einen Brief an Miley Cyrus geschrieben und hat ihr gesagt, sie soll sich nicht verprostituieren oder so. Oh mein Gott. Skandalös, oder? Das stand auf Spiegel Online, ey. Ja, es ist ja auch... Ich sehe schon Ivan da wie so ein Knecht von hinten genommen werden. Kannst du das rauspiepen? Das war irgendwie... Allein der Scheißsatz. Diese Pause danach, so dieses betretende Schweigen, ey. Ja, ne? Mein Gangster-Style. Okay.